Alter! Alter! Oh, no, Alter. No, 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 no. Run, run! Was war denn das jetzt für ein Stimmungswechsel? Ich habe diesen abscheulichen Gegenstand erschaffen. Ich weiß zwar nicht, was ich gemacht habe, aber irgendeiner muss jetzt sterben. Und ich wollte gerade sagen, oh, ich frage mich, was der Weges jetzt nimmt. Was denn das? Nie wieder! Willst du den nehmen? Nie wieder! Es ist geschafft. Nie wieder? Keine Ahnung. Der hat ein paar Mal auf den... Ich glaube, du sollst mal was essen. Was denn? Was willst du? Auf den Verbot. No, ich bin Vampirismus Phase 2. Wie erst, wenn du mal was isst, ey. Ihr leidet... Ah, jetzt steht hier was. Euer Leben regeneriert sich 25% langsamer. Ihr leidet 15% mehr Schaden durch Feuer. Eure Vampirfähigkeiten kosten euch 7% weniger und hören die Stufe eures Vampirismus. Okay. Also wenigstens etwas Positives. Ja, so gut. Ich will mal sehen, wie ich bei Stufe 3 aussehe. Jetzt sieht das noch cool aus, aber das sieht irgendwie unheimlich aus. Ey. Ich frage mich, ob ich überhaupt noch tanzen kann. Warum, der hat ein Portal geöffnet. Ja, aber nicht bei uns. Zeig mir dein Portal. Portal zu einem sicheren Ort. Du bist hier aber sicher, ey. Jeder will uns tot sehen. Gut, es ist der, den wir erwartet haben. Korberg ist dort. Nachdem wir sind zwei, wie klein sind die schon wieder, ey? Ich frag mich, sind das Elfen oder Zwerge? Der König ist. Hört ihr das Geld? Das sind beides. Das sind die letzten Zwerge. Weißt du, wie so ein Zwerg oder ein Zwergpinscher? Die sind alle so klein. Jetzt sag ich doch, Zwerg. Ich werde die Schwäche gerade von dem. Seid ihr gekommen, um den wahren Feinden an Zeit seine unsere. Bitte redet, ja? Wenn Lorchen. Nee. Der ist ein richtiger Meister der Portale, Daniel. Der ist eine ganz große Nummer. Öffnet das Portal. Hier, nimm das Getränk. Ist einfach nur so eine Art, keine Ahnung, Butler oder Portier, der die Tür aufmacht. Ja. Hier, nehmt noch dieses Getränk. Und lasst euch von den Geistern zur anderen Seite gleiten. Sie können mich mal, Sir. Schon wieder mit der Karte in der Hand. Der sieht voll edel aus, ey. Kann mir richtig vorstellen, wie der in so einem Thron sitzt mit so einem Glas, mit so einem Kelch voll Wein in der Hand. Lasst die Köpfe rollen. Und dann scheint die Sonne auf ihn und er funkelt. Ja. Bloß nicht, das ist der größte Bullshit aller Zeiten. Guck mal dann oben hin. Da ist eine Verbindung. Kann man hier vielleicht in dem Baum da hier hoch? Ich glaube schon, da geht man rechts hoch. In dem Baum ist eine Brücke, der zu dem anderen Baum. Ja, okay, hier geht's doch. Warte zum. Oh, hier ist eine Leiter. Wir können keine Leiter besteigen. Aber doch können Warum wir. Nicht? Du kannst doch fliegen. Wir gucken dann. Wir haben nur nach oben geguckt. Flieg doch mit deinem scheiß Mantel, Graf Schwuchtola. Ja. Keine Ahnung, was das jetzt sollte. Ich funkel durch die Nacht. Danke, Baumtarnel. Ich lasse mir doch nicht mein Gott klang. Wie heißt die Schlampe? Vor einem Jahr und er wurde wegen seiner Blasphemie tagelang bis zum Hals eingegraben. Genug. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Jetzt geht beide eurer Wege. Ich möchte nichts mehr davon. Was soll dieser Nachtarnel? Ja? Wie kann ich euch helfen? Nimm dir einen anderen Namen, Mädchen. Ich wette, die ist wie Rapunzel, die ist hier eingesperrt, damit die Leute die nicht sehen müssen. Alles müsste im Tagebuch vermerkt sein. Seid vorsichtig. Der sagt gar nichts. Der findet den Namen richtig okay, der nennt seine Kinder so. Musst du denn da schon wieder, kann man da sitzen? Was? Hast du dich denn jetzt da hingesetzt? Ja, jetzt habe ich das Buch genommen und dann... Ich bin mich da hingesetzt. Genau so. Der Schild.
Was willst du von mir? Schritt weg. Ich dachte, du bist ein Blutsauger. Und nicht dein anderes. Ja, Daniel. So was machen wir hier nicht. Wir sind nicht mehr verheiratet. Also, wie würde das denn aussehen, wenn wir Kinder haben? Oh Gott. Wer, so ein Wolf mit Flügeln. Oder so ein normaler Wolf mit so einer Fledermausfresse. Hier ist ein Buch. Die Traumreise, davon haben wir genug, ey. Unser ganzes Leben ist ein Traum. Habt ihr ein Treffen? Ja, die Baumtarne. Ja, natürlich. Das schaffst du nicht, mein Kind spielt der Baumtarne. Zurück zu meinen stumpfsinnigen Füßen. Viel Glück da draußen. Ich würde dich auch ankotzen, wenn ich so einen Namen hätte. Rett die mit dem Besen hin, will die ein paar Monster holen? Ich kann mein Pferd nicht reiten. Ich wollte schon sagen, weil ich ein Werwolf bin, kann ich nicht mehr reiten. Mein Pferd hat Angst. Ja. Der Daniel, der sieht man später sein Pferd fressen. Der hat nur der Huf aus dem Auge. Aus meinem Pferd kommen gleich Fledermausflügel raus. Warum? Weil ich ein Vampir bin. Hast du dein Pferd gebissen oder hast du da einen Prozess übersprungen? Die kommen, Daniel. Ah! Oh mein Gott, wie viele sind das? Nicht genug, komm schon, ich kämpfe zurück. Ah, ich hätte mich denn verwandelt. Komm zurück, nein. Ich hätte mich denn verwandelt und mich gegen den geprügelt. Ich weiß, dass ihr wütend ist. Ist das so? Oh, Schwuchtel, lass halt die Klappe, ey. Zeichnen, damit mich die Dämmerranken nicht sofort auf sich töten? Na gut. Oh, wie der Daniel den anguckt. Was denn? Ich sehe da nur so einen Blickwinkel, du guckst ihn so an, so mit so rein, toten Augen, ey. Was zum? Nach dem Motto, oh, aufs Essen. Er wurde ins Portal gezogen, was? Jetzt ist das Portal das, weg. Als Sklave oder so, wir sollten ihn doch. Jetzt ist er tot, nur weil du dich auf mich konzentriert hast. Jetzt ernsthaft, warum guckst du die ganze Zeit mich an, ey? Dein Kopf, der geht die ganze Zeit in die eine Richtung, ey. Ich glaube, der hat eine Genickstarre, ey. Ja, komm, wir machen. Ich sag mal, die Quest war mal nur ein. Was? Er wurde einfach ins Portal gezogen. Wir standen da und haben über mich geredet. Hätte auch nicht viel geändert, dann bitte, wer sonst unser Gefangener? Ich bin so schnell an dem vorbeigegangen, die haben mich noch nicht mal gesehen. Hast du heute schon dein Pferd gefüttert? Ja. Aber immer noch 20 Ausdauer oder irgendwie so hat. Muss ich mal öfter machen. Oh. Ist doch nur ein Pferd. Ich glaube, hier hat gerade einer das Vieh getötet. Ah, hier sind doch die Angriffsspieler, ey. Ich habe 27. Wir rennen zum Boss. Los! Ja, komm, wir kloppen uns mit all denen. Was bist du denn, Daniel? Alter. Was? Stopp. Was ist denn der hier? Er steht einfach nur. Kann ich mich nicht bewegen. Ich hab mich verwandelt, Daniel! Und rennt zum nächsten Gegner. Bin schon unterwegs. Aus dem Weg! Ach, nicht angreifen, wenn es der Eindringling bis hier geschafft hat. Er fuck! Nein! Kann sich mit dem sprechen? Ja. Bluff, ich hab' töten, bla.
No, und du bist wieder zurückgewandelt. Eine Falle! Hör auf, mir dabei zu wissen. Nein, der wird schon wieder reingezogen. Das ist derselbe Typ. Was soll denn der Scheiß? Ist das ein Bimbo, oder? Wer ist denn das schon wieder? Ist das, boah, ist das, alle, guck den nicht an, dann. Ich glaube, wir sind die Einzigen mit Charaktergeschmack da. Und wir sind die größten Spaß, die überhaupt hier rumlaufen. Der Barney ist jetzt ein untoter Prinz Charming, ey. Mit einem riesigen Mongo-Schwert, ey. Oh ja. Und die ist verspätet gestorben, ey. Oder umgefallen, besser. Und nach dem Motto, bin ich jetzt tot? Oder wir müssen das Nachtlicht holen. Da kann einer im Dunkeln nicht schlafen, da. Und die beschweren sich, dass das Pferd aufleveln so lange dauert. Alter, kommt mal runter, das ist nur ein beschissenes Pferd, ey. Jetzt mal ernsthaft, ey, was hast du denn davon? Bist du dann der König des Spiels, wenn ein geiles Pferd hast oder was, ey? Oh, oh, oh Gott. Beinahe runter. Soll ich dich wiederbeleben, Daniel? Nee, nee. Das sah echt cool aus. Das Pferd hat sich mehrmals gedreht, ey. Mein Pferd ist ein Profi. Das... Spieglein, Spieglein an der Wand. Merkwürdiger Spiegel, untersuchen. Ihr verliert euch fast in den Tiefen des Spiegels. Ja, so schön bin ich nun auch wieder nicht. Ich kann mein Spiegelbild nicht sehen. Sieh dir mal den Spiegel an. Der ist echt cool. Ich kann mich nicht sehen. Nein. Du sollst den untersuchen, du Pisser. Der haucht böse auch. Der haucht mich böse an, da kommt so ein grüner Dunst raus. Wie kann denn ein Hauch böse sein? Ah, was zum Teufel? Also los, muss man trinken. Nein, da kommt was aus der Kiste. War kein Springteufel. Schon wieder hier. Ich meine, seid gegrüßt, Außenseiter. Was geht? Ja. Ja. Ich bin Akbar. Natürlich nicht. Hast du gelogen? Nein. Soweit ich weiß, könntet ihr Molagbal selbst sein. Herr der Gewalt oder nicht, ich würde euch dennoch helfen, die Tür zu öffnen. Man hört das auf, hallo? Ich bin einfach irgendwann gegangen. Hier sind die Siegelgeoden. Ein bisschen verstaubt, aber das macht nichts. Es ist ganz einfach. Richtet sie auf den Daedra, den ihr absorbieren wollt, und die Siegelgeode erledigt den Rest. Was? Wie müssen wir denn jetzt jemanden absorbieren? Hätten wir halt beim Molagball auch machen können. War das so? Weiß ich nicht. Wie du gesagt, gegen einen Daedra. Los, Daniel, trink den.